So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Ryzen hier mit mir und euch zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie gesagt, in der letzten Folge am Ende starten wir wieder genau hier. Wir müssen versuchen, jetzt uns bei den anderen Novizen einzuschleimen. Er ist richtig beim Arsch Enzo. Er ist jetzt wahrscheinlich ein Arsch. Ich gehe einfach mal davon aus, weil alle anderen ihn auch nicht leiden können. Und wir brauchen Schreibfehler und wir müssen jetzt die letzten zwei Prüfungen beenden. Ich hoffe, dass es nur noch die zwei sind. Ansonsten wüsste ich nicht mehr, wo noch irgendein Magier ist. Keine Ahnung. Ja, da machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg und los geht's. Ich brauche eine Schreibfeder. Natürlich. Ich kann dir eine richtig gute geben. Aber gute Federn sind selten. Deshalb wirst du mir einen Haufen Gold dafür geben. Ich dachte, du interessierst dich nur für Weisheit. Ja, Weisheit und Gold. Schreibfedern zu verkaufen ist weise. Gut. Hier, bitte. Sie ist wirklich gut, also pass gut darauf auf. Und weil ich so ein netter Kerl bin, lege ich dir noch ein leeres Pergament bei. Du hast Streit mit Erlan? Streit? Nein. Ich habe ihn beim Klauen erwischt. Mit Dieben will ich nichts zu tun haben. Er wusste nicht, dass der Truthahn dir gehörte. Wenn es ihm wirklich leid tut, hätte er mir einfach einen neuen Truthahn bringen sollen. Ich mache gerade meine Prüfung bei Meister Illumar. Da sitze ich auch noch dran. Deshalb wollte ich ja auch in die Heilige Halle. Was gibt es in der Heiligen Halle? Ein paar Buchständer. Ich hatte gehofft, dort herauszufinden, welche Zutat man braucht, um eine Spruchrolle-Illusion herzustellen. Kennst du die Zutat für eine Nautilus-Spruchrolle? Ja, wieso? Ich brauche sie für meine Prüfung. Was bietest du? Keine Ahnung. Was willst du haben? Gold? Nein. Ich will die Zutat für Illusion. Besorge du dir die Info, dann verrate ich dir, was ich weiß. Ich kenne die Zutaten für Illusion. Du brauchst den Hauer eines Keilers. Sehr gut. Um eine Nautilus-Spruchrolle zu schreiben, brauchst du die alte leere Schale einer Nautilus. Brauchte er die Info nicht? Ich kenne die Zutat für Nautilus. Lass uns tauschen. Hervorragend. Für welchen Spruch soll ich dir die Zutaten verraten? Für den Zauber Witz. Für diesen Zauber brauchst du eine Perle. Um eine Spruchrolle Nautilus zu schreiben, brauchst du eine leere Nautilus-Schale. Oh, ich Idiot. Natürlich. Da hätte ich auch alleine drauf kommen können. So. Den habe ich. Jetzt müsste ich nur noch einen Truthahn finden. Habe ich auf dem Friedhof einen Truthahn gesehen? Erstmal müssen wir noch Ash ausquetschen. Ich weiß nicht, ob wir alle Zauber jetzt schon haben. Aber irgendwo müsste sich doch noch Ash rumtreiben. Ich habe keine Ahnung, ey. Ich nehme den erstmal alle Dietriche ab. Ich habe gerade auch 2006, ohne den richtigen 1000, Schlüssel wird das nicht. 250 Gold bezahlt für die Schreibfeder, ne? Das ist schon ziemlich krass, aber ich hab's dicke. Ich glaube, ich habe hier irgendwo auf... Oder war das doch nur ein Huhn? Ha. Ich dachte, ich hätte hier einen Truthahn gesehen. Naja... Das war es dann wohl doch nicht wirklich. Vielleicht sollte ich mich mit dem Koch unterhalten. Der Koch hat doch bestimmt Truthähne, oder? Mal sehen, was der sagt. So, hast also deinen Mörder gefunden, hä? Ja, Bronco war's. Er hat eins von deinen Messern benutzt. Der alte Mistkerl hat sich bei mir den Bauch vollgeschlagen. Und mich hätte er für den Mord bezahlen lassen. Tja, da habe ich dir einen Gefallen getan. Wie wäre es, wenn du dafür eine Schüssel von deinem Eintopf springen lässt? Vergiss es. Du kannst eine Wurst haben, aber das ist auch alles. Na toll. Kannst du mir einen Truthahn besorgen? Was willst du denn damit? Kannst du? Nun, das ist nicht so einfach. Eigentlich sind die nur für Magier. Was verlangst du für einen Truthahn? Angesichts des Ärgers... Oh mein Gott. Allem, 200 Goldmünzen. Teuer. Hier ist das Gold. Gib mir einen Truthahn. Muss wohl wichtig sein.
Bei so viel Gold? Hier, der war eigentlich für Ignatius. Heftig, ey. Puh, 200 Gold für einen Truthahn, 250 Gold für eine Feder. Mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig werden. Also das ist ja schon mal echt Hammer. Hier, ich habe einen Truthahn für dich. Ich werd verrückt. Wo hast du den denn her? Danke. Ich werde ihn Enzo bei Gelegenheit geben. Ich hoffe, damit schaffst du die Sache aus der Welt. Das hoffe ich auch. Danke nochmal. Hier, ich habe eine Spruchrolle. Falls du mal Ärger hast, ist sie dir vielleicht nützlich. Witz. Ich kenne die Zutat für die Spruch. Also merke sie dir gut. Ein paar. Sehr gut. Ich. Gut. Die Lehre. Richtig. Ich. Wer. Eine. Hm? Jetzt muss ich noch irgendwie mit Ash in Kontakt kommen. Wo ist der Typ? Wo treibt er sich denn sonst hier immer rum? Das würde ich jetzt mal sehr gerne wissen, denn selbst die Magier haben so eine dicke Lanze immer auf dem Rücken, ne? Zumindest die, die sich als Magier ausgeben. So, nicht den Lagerraumschlüssel klauen. Den Buchständer wollte ich lesen, so. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Wo ist dieser Ash? Wo treibt sich dieser Ash rum? Ash, 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 Ash. Der treibt sich doch irgendwo hier oben immer rum, wurde gesagt, oder nicht? Das ist echt eine geile Aussicht, ey. Oh yeah. Ein Ring? Kann ich was mit dem machen? Nö. Hier bin ich dann wohl am falschen Plätzchen. Ha. Wo ist der Arschlappen? Der Arschlappen namens Ash. Wo der sich wohl hier oben rumtreibt, Mann. Keine Ahnung, ich habe den hier noch nie gesehen. Oh doch, hier, er fegt! Hast du schon die Prüfungen von Meister Iluma absolviert? Ja, die habe ich schon geschafft. War ganz schön mühselig. Kennst du noch die Zutaten für die Sprüche des ersten Siegels? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Hast du eine Ahnung, wie lange das her ist? Irgendwas musst du doch noch wissen. Ja, ich denke ja schon nach. Mann, ich hätte weniger rauchen sollen. Komm schon, denk nach. Ja, jetzt störe mich nicht. Ich hab's gleich. Mhm. Genau, Meister Abrax. Er hat mir weitergeholfen. Meister Abrax hat ihm weitergeholfen, Mann? Was soll mir das jetzt helfen, diese sinnfreie Information? Der Sinnfreihaftigkeit? Ich muss für Meister Iluma alle Zutaten für die Spruchrollen zusammensuchen. Zutaten? Experimentiert der alte Zausel schon wieder mit Tränken rum? Das kann doch nichts werden. Es hat ihn schon immer gewurmt, dass ich bessere Tränke brauen kann als er. Iluma sollte lieber bei seinen Spruchrollen bleiben. Es geht doch um Zutaten für Spruchrollen. Mhm. Ach so. Warum sagst du das denn nicht gleich? Es ist trotzdem sehr naheliegend, dass du zu mir kommst. Spruchrollen und Tränke haben so manches gemeinsam. Beide tragen Kraft in sich, die von jedem geweckt werden kann. Alles, was man braucht, sind die Zutaten, die Formel und ein bisschen handwerkliches Geschick. Kennst du denn Zutaten? Jetzt hör mir mal zu, Junge. Ich habe schon Tränke gebraut, da hast du noch in die Windeln. Auch für Spruchrollen? Ach ja, richtig. Es geht ja um Spruchrollen. Warte. Ich kann dieser nicht alte erinnern, Kreis. Dass ich mich mal mit einem Verwandlungstrank beschäftigt habe. Dabei habe ich auch die Spruchrolle der Illusion studiert. Ich muss hier noch irgendwo was rumliegen haben. Was weißt du über die Illusion? Hier muss irgendwo ein Buch darüber liegen. Wenn du es findest, kannst du es lesen. Aber bring bitte nichts durcheinander. Was machst du hier? Forschen. Warum bin ich wohl sonst hier unten? Pass bloß nichts an! Du. Kenn ich schon. Was?
Buch soll hier liegen. Sonst steht hier nur noch Scheiße. Sonst steht hier nur noch Scheiße. Habe ich das vielleicht schon? Magischen Spruchrollen verstehe ich nichts. Die von der Illusion hatte ich aber doch schon, oder nicht? Telekinese. Illusion habe ich doch schon. Oh Mann. Also, Licht, Witz, Illusion, Nautilus-Verwandlung habe ich, Telekinese und Heilung brauche ich. Nee, doch nicht. Nur noch Heilung. Telekinese hatte ich. Wegen meiner... Bevor ich... Außer... Meist... Drei... Aha... So sei, so geht die Al- kannst. Ein- kann er mir was beibringen oder nicht? Ja, kann er. Gut, dann werden wir jetzt hier nochmal speichern und werden uns erstmal gucken, ob er was sagt, wenn wir da was rausklauen. Nö. Dann nehme ich auch die Mana-Tränke mit. Aber ich brauche immer noch das Ding für den... für die Heilung. Ah, wo kriege ich das denn her? Illusion hatte ich. Du hattest recht. Erlan ist wirklich kein so übler Kerl. Sag ich doch. Naja, jedenfalls hat er mir den Truthahn ersetzt. Damit hat sich die Sache für mich erledigt. Ja? Was gibt's? Gibt's was Wichtiges? Oh Mann. Gibt's nicht noch irgendwelche Kollegen? Von magischen Spruchrollen verstehe ich nichts. Also irgendwer, der mir hilft jetzt so mit Informationen? Ich weiß gerade nicht weiter. Ich will jetzt nicht gestört werden. Xalas Stimme ist OP. Das nicht. Habt ihr auch Zutatenlisten für Spruchrollen? Zutaten? Nein. Seh doch mal in der Bibliothek nach. Vielleicht findest du dort was. Gibt's was? Nicht alles lässt sich durch Worte klären. Warum ist Palas hier? Ich dachte, der wäre der Torwärter. Gerade nicht. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir die Komponente für geringe Heilung verraten? Ich weiß nicht. Ich könnte schon, aber wofür brauchst du sie? Schließlich gehörst du ja noch nicht zu uns. Ich brauche die Zutaten für Ilumas Prüfung. Dann gehörst du sozusagen fast zu uns. Da du mir geholfen hast, das Buch zu finden, werde ich mal eine Ausnahme machen. Oh, wenn du willst, verrate ich dir die Zutat für den Spruch der geringen Heilung. Was brauche ich? Das ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst Heilkraut. Oh yeah. Damit haben wir die letzte Information und haben die Prüfung bestanden. Da muss ich nur noch den Scheiß von dem anderen Lappen da holen. Die Kisten und sowas. Das ist nur noch eine Laufquest. Das ist GG.
Dann sind wir ein Teil des Ordens. Glaube ich. Ich kenne... Das ging schneller, als ich erwartet habe. Welche ist... Das Heilkraut. Du hast bewiesen, der theoretische Teil, wenn du die nötige Erfahrung hast. Wie erschaffe ich eine Macht? Um eine an einem Runentisch, damit... Bin ich jetzt... Ja, du hast... Um meine Prüfung zu... Ich stelle dir lediglich die Rune und den Arbeitsplatz zur Verfügung. Hier, nimm diese Rune des magischen Lichts und... So, dann stelle ich mal eine Lichtzaubergedöns her. Ist ja easy. Habe ich schon alle Rezepte, weil ich so viel sammel, Leute. Habe ich wahrscheinlich alles mit dabei. So. Hier ist die Spruchrolle. Lass mal sehen. Ja. Nicht schlecht. Die Spruchrolle ist dir gelungen. Du hast die Prüfung bestanden. Natürlich sollst du deine eigenen Spruchrollen herstellen. Aber wenn du mal Bedarf hast, kann ich dir welche überlassen. Ich... Wunderbar. Damit haben wir diese Prüfung bestanden, haben noch den ganzen Müll, den wir im Gepäck hatten, verkauft und können jetzt uns auf den Weg machen und hier mal... Ey, wollen wir da mal runterspringen? Wir springen einfach mal runter. Yeah! Mal gucken, wie weit wir rollen. Wir rollen und wir rollen und wir rollen und wir rollen und wir fallen! Okay. Das ist natürlich nicht so klug, beziehungsweise sollte man nicht tun, Leute. Sollte man nicht tun. Macht das nicht zu Hause nach. Das wäre keine gute Idee. Gucken wir jetzt nochmal ins Inventar. Wenn ich die ganzen Waffen verkauft habe, dann ja. Dann sind wir, haben wir beim richtigen Zeitpunkt gespeichert, bevor wir gesprungen sind. Sagen wir es mal so, ne? Das ganze Schiff, alle tot. So. Machen wir uns auf den Weg, Leute. Machen wir uns auf den Weg. Zack, meins. Mama, meins. Ja, meins. Das überlebe ich aber, oder? Wird so ein Speichern. Tada! Und dieser Sprung hier? Oh ja, abgerollt wie kein zweiter. Ey. So, Severin. Ich komme von Meister Cyrus. Und? Sind die da oben endlich soweit? Können wir die Kisten raufschicken? Ja. Gut, dann werde ich alles weitere veranlassen. Da ist noch was. Ja? Meister Cyrus will die besonderen Artefakte sofort haben. Ich soll sie ihm persönlich bringen. Aha. Diese Stücke sind äußerst wichtig für uns. Oh. Wie kann ich sicher sein, dass du damit nicht abhaust?
Genau das habe ich befürchtet. Nun? Er reißt mir den Kopf ab, wenn ich mit leeren Händen zurückkomme. Das klingt in der Tat nach Meister Cyrus. Gut, ich traue dir. Nimm die Artefakte und bring sie ihm, bevor er dir wirklich was antut. Tada! Ring und alte Scheibe. Stabkampf plus 1. Und wo ist diese alte Scheibe? Was ist das denn? Eine Kieferzange. Mit dieser Zange kann man Keile an ihre Hauer herausbrechen. Aha. Ja, wo ist diese komische Platte? Platte. Da. Sieht alt und brüchig aus. Aber hat ja nichts Magisches. Den Ring kann ich verstehen. Stabkampf plus 1, aber. Die Scheibe? Das macht nicht so viel Sinn für mich. Gut, aber ich denke, dass wir damit endlich die Prüfung abgeschlossen haben, alle. Ich hoffe mal. Ich gehe einfach mal stark davon aus. Und dann sind wir bald ein Teil des Ordens. Wahrscheinlich der allerschnellste gewesen in Sachen Prüfung und alles. Waren wir einfach der Spitzenreiter, was Geschwindigkeit der ganzen Sache angeht. Na. Und weiter geht's. Wir machen uns einfach auf den Weg. Gucken so ein bisschen die Landschaft an, was ziemlich geil ist. Geil. Upsala, falsche Richtung. Ist schon ziemlich dunkel, kann man sich schon mal verirren. Und jetzt auf. Ich bin gespannt, ob das die letzte Prüfung war. Das wäre sehr, sehr geil. Ob wir vielleicht auch eine bessere Rüstung kriegen. Wahrscheinlich kriegen wir erst die Lappenrüstung. Dann müssen wir uns noch den besseren Namen machen und dann kriegen wir erst eine richtig geile Rüstung. Zumindest war das bei Gothic so. Aber wenigstens schon mal aus dieser Scheißkluft hier raus wäre mega cool. Wahrscheinlich werden wir als erstes die hier kriegen. Und nicht diese coole, die Magier anhaben oder irgendwie die... Oh lol, der ist immer noch da, der Lappen. Dieser Rekrutenlappen. Ich wollte gerade den Lagerhausschlüssel stehlen. Meister Illumar hat mich das Schreiben der Spruchrollen gelehrt. Eine Kunst, die dein Leben retten kann. Ich hoffe, du hast gut aufgepasst. Ja, ja, ja. Da ist er. Was will man machen? Ich habe die Artefakte von Severin bekommen. Die Artefakte? Sehr schön. Was ist denn das? Diese Scheibe sieht merkwürdig aus. Das dürfte Mendoza interessieren. Was dich angeht, du hast gute Arbeit geleistet. Mendoza? Und mir dafür eine Belohnung verdient? Meinetwegen kannst du eines unserer Artefakte bekommen. Aber nur eins. Gib mir den Ring. Eine gute Entscheidung, aber vernachlässige nicht dein Training. Ich hab mit Severin... Und? Severin will weitere Kisten in die Vulkan... Gut. So. Wir speichern mal. Und sprechen mit ihm. Ich habe Meister Cyrus die Artefakte gebracht. Diese Artefakte waren sehr wichtig für uns. Damit hast du dir unser Vertrauen verdient. Ich denke, ich habe alle Prüfungen geschafft. Ja. Ja, das denke ich auch. Du bist jetzt bereit für deine Aufnahme. Wir müssen die notwendigen Vorbereitungen treffen. Was erwartet mich bei der Aufnahme? Der Inquisitor wird dir einige Fragen stellen. Aber keine Sorge, es ist keine weitere Prüfung. Antworte einfach nach deinem Gefühl. Anschließend wirst du dem Bund der Heiligen Flamme Treue schwören. Und das ist alles? Das ist alles. Was sind das für Vorbereitungen? Du kannst nur aufgenommen werden, wenn du eine Waffe des Bundes trägst. Dein Novizenstab ist nicht länger angemessen. Lass dir von Carlsen einen Magierstab geben. Ich werde in der Zeit die Magier versammeln. Wir treffen uns dann wieder hier und ich werde dich in die heilige Halle begleiten. Von wem soll ich mir eine Waffe geben lassen? Von dem Schmied? Carlsen oder so, wie der hieß?
Aber erstmal bis zum nächsten Mittag schlafen. Die können ein bisschen warten, oder? Bronco! Bronco! Ja, ich weiß, der Kerl ist bedient. Nein, das ist es nicht. Er ist abgehauen. Wie hat er das angestellt? Keine Ahnung, aber er war schnell. Ha. Wenn er schlau ist, lässt er sich nicht mehr blicken. Stimmt das, was man sich erzählt? Bronco hat... Ja, er hat Hemmler ermordet. Das ist eine Katastrophe. Wer soll uns denn jetzt ausbilden? Was ist mit dir? Du kannst die Leute doch auch trainieren. Ich? Darauf kommt es doch nicht an. Bronco war auch nur eine Wache der alten Stadtgarde. Wichtig ist doch nur, dass die Ausbildung weitergeht. Das würden die Magier niemals erlauben. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Ah, dann frage ich erstmal Vitus hier. Wer übernimmt jetzt eigentlich das Training der Rekruten? Hast du eine Idee? Was ist mit William? Er kann gut mit dem Stab umgehen und glaubt an die Sache. Ja, aber er ist nur ein Rekrut. Wir können wohl schlecht einen Rekruten als Ausbilder arbeiten lassen. Dann befördere ihn, mach ihn zum Ordenskrieger. Er wird dein Vertrauen nicht missbrauchen. Immer langsam. Er soll erst mal die Ausbildung übernehmen. Dann sehen wir weiter. Na siehste. Alles klar. Ich hab... Echt? Aber... Lass gut sein, du machst das schon. Gib dein Bestes und du wirst keine Probleme haben. Ich kann das gar nicht glauben. Wie kann ich dir nur danken? Du hast was gut bei mir, versprochen. Ich mache mich besser direkt an die Arbeit. Ja. Mach das. Und ich lasse mir jetzt erstmal eine bessere Waffe geben. Meister Ignatius schickt mich. Ich soll mir eine würdige Waffe abholen. Hey, du hast es geschafft. Eine würdige Waffe bedeutet, dass du ab sofort dabei bist. Tja, ich gratuliere. Warte, hier ist dein Stab. Tja, dann danke. Dank mir nicht zu früh. Wer weiß, was sie jetzt mit dir anstellen. Langweilig. Oh Mann. Nur so ein Crap-Stab, ey. Toll, ey. So ein Müllstäbchen. Ich wollte so einen dicken mit Messer, wie die Magier ihn haben, ey. Oh yeah. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich nur deine Rüstung kriegen, du Lappen, ne? Verdammt. Halt! Kein Zutritt zum Tempel! Wieso nicht? Ich sag's nicht noch einmal! Ach, da ist er doch. Da bist du wieder. Und? Bist du bereit für die Aufnahme? Ich bin bereit für die Aufnahme. Dann folge mir in die heilige Halle. Gut, Leute, aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Ich mache mal hier schon mal auf Ask, dass sie mir nicht hier davonlaufen. Hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ihr die Folge fandet. Wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde, weil die Zeit einfach verfliegt ohne... Ja, keine Ahnung. Ich check das einfach nicht. Das Spiel ist so gut und die Zeit verfliegt wie im Flug. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir, wie euch die Folge gefallen hat. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Haut rein, wir sehen uns und haltet die Ohren steif.